Oh, die explodieren. Ja, alle Elementarsteine explodieren. Echt? Alter. Ja, entweder in der Feuerexplosion, in der Dingexplosion, Elektroexplosion oder Eisexplosion. Ja, die sind wirklich nervig, weil du verfehlst sehr leicht das, den Steinkreis. Was machst du? Scheiße! Du hast dich doch die ganze Zeit hergepfiffen. Wer ist böse? Was? Wir müssen reden. Wichtig ist, dass ich so sauer bin, weil sie Anton gesagt haben, dass er böse ist. Anton ist böse, ja. Achso, du. Ja, und da gibt's links noch einige Teile zum Ding aufspringen, falls du so noch gesehen hast. Hallo? Pfeil? Bogen? Vielleicht? Ja, toll gemacht. Ja, du hast nur ein Viertelherz verloren. Ja, das geht zum Glück. Gute Quote, hast's gut gemacht. Ja. Ich könnte für dich auch applaudieren. Danke. Oder ein Mikrofon. Danke. Stern, Schrein, Stern, nein, ist er nicht. Und du hast die Löcher vergessen aufzusprengen, die es da gab. Was, hier gab's Löcher? Ja, an der Wand. Oh. Tatsache, das ist ja krass, die habe ich gar nicht gesehen. Na, ich beim ersten Durchlaufen wahrscheinlich auch nicht, aber... Beim Titan. Beim Titan, damit Joakim kommt. Nee, das kann ich. Danke, Anton. Ja, aber da ist ein seltenes Erzteil. Du solltest vielleicht... Pa. Der Just applaudiert dir. Das ist ja lieb von ihm. Siehst du, ich sag sogar seinen Namen richtig. Brav. Mach weiter so. Na. Oh, so viel hat mir das jetzt nicht gebracht. Wumi applaudiert auch. Das ist schön. Also ich hätte für die einfach wirklich Bomben genommen. Dafür wären mir die Pfeile so schade. Ja, stimmt schon. Du kannst sie auch mit einer Nahkampfwaffe fertig machen. Ich weiß. Aber auf der anderen Seite, dafür ist mir die Nahkampfwaffe zu schade. Oh, es werden jetzt auch noch Herzchen geschickt. Oh, nice. Das hat sich ja sogar mal gelohnt. Na, siehste, du solltest öfters auf mich hören. Ihr schickt alle Herzen. Oh, das ist ja süß. Da lag ein Feuerstein. What, wo? Gleichzeitig in Chat und auf dem Bildschirm gucken ist ganz schön schwer. Noch mehr Herzen. Schön, schön, schön. Ihr applaudiert mir alle. Das ist ja wahrscheinlich peinlich für mich. Gut. Ich finde es auch super, dass die YouTube-Zuschaueranzahl mal wieder überhaupt nicht geladen wird. Das ist klasse. So, jetzt Twitch übrigens auch nicht, da steht einer. Echt? Ja, stimmt irgendwie. Warte mal. Warte mal. Wo ist die Zuschauerzahl? Achso, das ist auch ein extra Fenster, oder wie? Stimmt, ja. Ja, jetzt ist sie einfach mal aktualisiert worden. Auf Twitch guckt nur eine, das ist ja unfassbar, aber damit kann ich leben. So. Stimmt, das müsste nur Kaninchen sein. Oder? Juju? Scheinbar gehöre ich dem Kaninchen. Du darfst ihn haben, ihn will eh keiner. Autsch. So. So, das ist jetzt Etappe 1 von 5. Vielleicht 2 sogar. Aber stimmt, ich glaube Kaninchen ist, wenn ich den Überblick richtig behalte. Oh, Brandgefahr hoch. Das ist ja kacke. Ich glaube Kaninchen ist wirklich der einzige auf Twitch. Das kann Just sein. Just ist auf ich YouTube. Gleich auf den Laptop. Dann sind es 2 XD. Hört auf, sonst war nicht die Stummi. Wer ist denn Storhi? Ach du Scheiße. Ja, und gleich müsstest du auch sehen, warum Hitzeschutz nichts bringt. Weil ein Thermometer brennt. Ja, das ist ja kacke. Warum brennt denn das? Kann das nicht was anderes machen? Oh, und ich habe natürlich keine Feuerrüstung, ne? Ja, sei froh, dass es dir anzeigt, dass es brennt und nicht verbrennt. Also dann. Wenn mein Internet es erlauben würde. Abwehr, das will auch kein Mensch. Ja, nimm einfach irgendwas mit einer hohen Abwehr. Ich meine, du musst da eh mit Hitzeschutz durchrennen, bis du bei den Goronen bist. Echt? Oh. Oder? Ich glaube, auf dem halben Weg gibt es noch eine Quest, die du machen kannst, um das zu bekommen. Oder um ein Rüstungsteil zu bekommen. Irgendwie sowas war das. Etwas mit hoher Abwehr.
Ja, weil nein, so kannst du halt besser Schläge besser aushalten, ne? Ach, gleich werde ich hier natürlich auch noch angegriffen, ist ja logisch, ne? Ja, jetzt laufen halt Monster rum, ne? Sortieren. Oh, und das Orni-Kopfteil sieht besser. Könntest du auch anziehen. Na, die sieht scheiße aus. Nimm das Orni-Kopfteil. Genau. Wenn du meinst. Mir ist das wurscht. Ich kann auch den hier. Ah, ja, sieht aus. So. Am besten nicht in die Lava, oder? Und das erste ist ein Wächter. Ja, alles klar. Den hast du, glaube ich, beim Erkunden, oder? Ich bin Ehrenmann. Sehr schön. Auf den habe ich jetzt keinen Bock. Den hast du, glaube ich, auch kurzzeitig bekämpft, als du mal den Turm dort hinten versucht hast zu erreichen. Kann sein. Viel Erfolg. Das ist so dumm. So. Guck mal, du stehst hier ein bisschen kack, kannst du nachkommen? Danke. So ist besser. Oh, du möchtest die Materialien sammeln. Ja. Ach, der lebt sogar noch. LOL! Der hat sein Bein erwischt. Er hat sein Bein, ja! Kaninchen, mir. Du bist ausgewichen. Ich weiß. Kaninchen, mir geht's soweit gut. Es ist 8 Uhr am Sonntagabend, ich muss morgen nicht arbeiten. Kann mich ein bisschen um meine Minieraufnahmen kümmern, die muss ich mal wieder machen. Da kriege ich nicht mal mehr was dafür, das ist ja kacke. Sonst bekommen meine zwei Followers, die es anschauen, keine Videos mehr. Ach, komm ich jetzt sogar automatisch hier vorbei? Ja, du bist halt auf dem Weg, ne? Das wäre praktisch. Halt, oh, ich drücke im Moment immer die falschen Tasten, ey. Was ist denn nur los? Ui, nein. Oh. Okay. Auf Twitch wahrscheinlich, ne? Auf Twitch, oder Kaninchen? Ja, vielleicht auch nur im Geiste. Da habe ich ja mehr Follower, die mir nur im Geiste folgen. Auch wenn es traurig ist, aber naja. So. Kann ich hier abkürzen? Ich weiß nicht, ob ich hier abkürzen will. Ah, das war deine Überraschung. Ich bin ein Follower, aus offensichtlichen Gründen ist es nicht stimmt, ja. Ups, sorry, Borgi. Oh, gegen dich will ich nicht kämpfen! Ja, spuck da ein bisschen Feuer, schlag ihn mit einer Eiswaffe. Moment. Und Moment, du verpasst Moment. Eine Truhe und der ist müde, nachdem er Feuer gespuckt hat. Ach so, okay, das ist ja praktisch. Moment, Eiswaffe. Ja, warte. Ah ja, und ein Tipp: Verwende hier bitte keine Bombenpfeile. Weil. Hitze? Die explodieren von deiner Nase, ja. Ach so. Oh, das ist natürlich praktisch. Ja, und Borgi, du bist ein Follower und schaust Nier nicht an, weil du sehen möchtest, wie es jemand blind spielt. Also eine Aufgabe für dich, Strohi. Vergiss es. Ich habe schon Let's Play-Folgen von Anton gesehen. Echt? Ja, die erste. Ja, gut, da siehst du ja noch nicht, wie ich abkacke. Das ist richtig. Du kackst ab in dem Spiel. Ach komm, wieso? Ja. Also ich glaube, ich bin circa 80, 90 Mal gestorben. Mindestens. Weil ich spiele es ja auf schwer und da stirbst du relativ einfach. Ja, ich kann mal streamen, aber auf Twitch. Gut, ich könnte Overwatch versuchen zu streamen. Das wollte ich auch mal länger wieder spielen und dann. Achso, ja, stimmt, so rum war's. Was ist das denn für ein Viech? Nimm eine Bombe und wirf ihn oder so. Weil wenn er saugt, kannst du eine Bombe nehmen und hinwerfen und so fertig. Ah, ja, das ist das Viech. Okay. Und sammel die Drops schnell ein von den Viechern, weil sonst verbrennen die. Ja, das kann ich mir vorstellen. So, warte. Wo ist denn hier der Schrein? Ach, da oben. Nee, hä? Ja, du läufst in die falsche Richtung. Ja, hier ist doch irgendwo ein Schrein. Da drin oder was? Yep. Du hast ja Revali. Den brauchst du, glaube ich, um sowohl hin als auch zurückzukehren. Das vermute ich fast, ja. Naja, zurück kann man ja den Turm nehmen. Jetzt zu einer Frage von Pius. Was glaubst du? Also schön, wenn die eine Rostwaffe.
Waffe verschlucken. Ja, zurück zur Pius-Frage. Was glaubst du, was man vor dem Titan machen muss? Heulen. Das bringt dich in dem Vulkangebiet nichts, da vertrocknen die Tränen zu schnell. Also heulen ist es nicht. Schade. Keine Ahnung, weiß ich nicht, werde ich rausfinden. Guter Junge. Wenn ich das erstmal rausgefunden habe, dann ist die Welt gleich wieder viel besser. Ich glaube, du wirst erstmal kotzen. Oh, so schlimm? Balance, oh no. Ah, das ist eine witzige Aufgabe, du darfst da nicht so hoch gehen. Okay, da kann ich nicht. Will ich die jetzt machen? Ich sage nur, Kanone geben. Stimmt, du verwendest da Kanonen. Aber wer macht denn diese... Gehen und Gnade betteln. Okay. Nee, den mache ich jetzt nicht. Not? Okay. Das ist, dann müsste ich mich jetzt erst drauf konzentrieren. Und, nee. Achso, eine Konzentrationsschwäche. Richtig. Richtig. Den mache ich jetzt nicht. Nee, den mache ich mal anders. So. Oder das hättest sie aus dem... Ja, das stimmt. Na gut, du wirst auf jeden Fall schreien. Okay. So schlimm? Möglich, ja. Das ist ja doof. Nicht gehen, bitte. Oh, ich geh noch nicht. Das war daneben. Ja. Oder mach's einfach. Lass, die Bombe ist vorbeigerollt. Und jetzt, du solltest die Bombe vielleicht zum Platzen bringen. Ah, das ergibt Sinn. Okay, danke, 6x3. 22 ja. Sekunden, aber ich sollte mich beeilen. Oder du nimmst einfach eine neue Medizin, wenn die aufgebraucht ist. Das ist richtig, da hinten, das sieht mir nach einem Boss aus. Eventuell. Ach, na sowas, es ist ja ein Boss. Aber den brauchst du jetzt dann. Wobei, stimmt. Mit, also der ist sogar fast schon der einfachste von denen. Muss man die einfach mit Eiswaffen treffen? Hast du schon herausgefunden, wie man die normalerweise besiegt? Nein. Gut, dann sage ich es erstmal nicht. Okay. Ich versuche es herauszufinden. Und trink gleich mal Hitzeschutz. Hab ich doch. Nee, du hast Herzen. Scheiße, das war genau, was ich nicht trinken wollte. Fuck. Aber ja, mit Eispfeilen sind die am einfachsten zu besiegen. So. So, kann ich jetzt auf den draufklettern wahrscheinlich, ne? Ja. Und dann muss ich wahrscheinlich hier irgendwas... Genau. So besiegst du die auch normalerweise. Ah, okay. Aber mit Bomben wahrscheinlich dann, ne? Ja, du musst halt den so zum Stunnen kriegen. Oh, dass du auf ihn klettern kannst. Okay, bis nachher, ciao. Bis gleich, ciao. Und weil ich es kann und auch noch ein... Oh, die verbrennen, die darf ich gar nicht ausrüsten, oder was? Ja, Holzwaffen kannst du hier nicht ausrüsten. Doch, kann ich, aber es ist dumm. Ja, die brennen halt. So, und wie gesagt, den kannst du halt am einfachsten besiegen, weil mit einem... Mit dem Eispfeil sind die halt sofort gestunt. Ja, klar. Das wär jetzt zu blöd. Scheiße. Ah, steh auf. Aber hier ist hot. Merkst du was? Ja, ja. So. Und bye bye. Und ich sag noch Angsthase. Wieso Angsthase? Und ja, von dem bekommst du viele Edelsteine. Ja. Jetzt könnte ich, glaube ich, die einen Ringe kaufen. Das hat mir ja viel geholfen. Gut, ja. So, weiter geht's. Sie ist positiv, dein Wissen wurde noch erweitert. Mhm, schön. Und die Magmarok sind sehr leicht. Wenn du die Feuerrüstung hast, plus der Tonus, da kannst du gleich so raufklettern. Auch nicht schlecht, so. Muss ja noch klettern, Alter, das wird ja immer schlimmer. Ja, ich glaube, das ist der einzige Abschnitt, wo du klettern musst. Mein Tipp
berühre nicht diese heißen Feuerstellen. Ja, das war fast etwas, was ich vermutet hatte. So, das ist jetzt hier ein kleiner Zwischenstopp. Also das ist noch nicht die Stadt der Goronen, ne? Hm. Etappe 3, Südmine. Und versuch die Echsen zu nehmen. Zusammen, aber da musst du, glaube ich, schleichen oder ähnliches. Ja. Die Feuerechsen, ja, die bräuchtest du. Ich sehe sie nur normalerweise gar nicht. Ja, wir heben einen Stein hoch und drücken dann sofort wieder A. Hier beispielsweise links. Probier es. Nee, nee, hingehen, A drücken, nochmal A drücken. Löschechse, ja. Praktisch. So kannst du die einsammeln, weil die meistens unter Steinen sind, bevor die halt wegrennen. Hm, da sind die. Ah, die schlafen, okay, dann kannst du die Nebenaufgabe aktuell nicht aktivieren. Und dort hinten müsstest du an die Schleiche. Ganz schleichen. Rechts. Rechts. Da, genau. Ach, da sind welche, oh. Ne, also manchmal laufen die auch frei rum und wenn du dich an solchen Echsen oder Insekten ransteigst, hauen die halt nicht ab. Mhm. Und du brauchst da ein paar. Ah, ein schönes Foto. Ja, passt. Und du brauchst da ein paar, um die Nebenaufgabe hier zu erfüllen. Aber ich glaube, die bekommst du gerade nicht, weil alle schlafen. Ach, hatte ich schon, verdammt. Okay, dann gehe ich einfach weiter, weil ich habe ja begrenzte Zeit, nur aktuell. Ah, oh, das sind doch noch einige wach. Hi, hi. Puh, weißt du, wie spät es ist, wer bist du? Hahu, Link. Hahaha, lüg mich nicht an. What? Ehrlich gesagt bin ich der Retter der Welt. Kannst aber die Echsen dennoch fangen. Okay, ich habe was Besonderes. Hahuha, wo bin ich? Also ist eine Mine, du Held. Die Monsterechse. Eieiei. Oh, der ist ja schon alt. Hatte ich, glaube ich, in seinem Text angedeutet, dass er in seinem Alter solche Sachen sieht. Hm, lass dich nicht von den Lavablocken, ach du Scheiße. Ja, du weißt ja, wie du die besiegen kannst. Besiegen? Ich dachte, die kommen von oben nach unten. Da muss ich da ausweichen, oder? Ach so, die Lavablocken, ja? Ja! 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 Ich dachte, die laufenden Lavablocken. Möchte ich sonst noch was fragen? Hahuha, du! Borin! Komm aus Goronia, ja, ja. Ich bin zwar nicht mehr der Jüngste, ich gehöre zum alten Geröll. Der einfachste Titan. Revali. Also ich finde, Revali war der einfachste. Gerade Bergarbeiter, ich habe keine Lust darauf, hier zu arbeiten bis zum Ende seiner Tage. Oh, der ist recht gelb. Mhm. Wer bist du? Ich? Django, Corona aus Goronia. Wenn wir fleißig Erz ausbluten will, geht's hier allen gut. Schön. Was ist das hier? Bauen wir Erz ab. Das ist die Südmine. Jetzt hat sich die Tode einen Monsterhex angegeben. Das ist ja am Bittenfeld des Berges, wenn wir das beste Erz haben. Jetzt müssen wir wohl hier graben. Wer ist der Chef in Goronia? Der Chef ist der schlauste, reichste und wichtigste Goronia in Goronia. Sein Name ist Bluto. Okay. Das hat er sich ausgedacht. Krass. Welchen Titan findest du am einfachsten? Strohi. Unter Vorbehalt. Also, davor aus. Ich auch und als zweites. Ich finde Feuertitan. Also, jetzt hat abgesehen vom Feuertitan, ne? Weil du den ja dann gemacht hast. Also, bis jetzt, was war der einfachste für dich? Der einfachste will es wirklich wissen. Ja. Falmedo an sich war der Stromtitan. Stromtitan? Ja. Ist jedoch der einfachste. Wahrscheinlich, weil du das Rätsel sofort gecheckt hast, oder? Richtig. Borgi an sich war der einfachste. Der Boss in Rudania ist jedoch der einfachste. Also der. Ah, hier gibt's auch Wunde. Ich weiß. Ich habe die Hoffnung, dass ich mir die Steine sparen kann, wenn ich sie nutze. Naja, Steine, die von oben kommen, kannst du normalerweise in der Luft nicht ausweichen, aber. Hm, so, wo ist denn der Weg? Rechts hier, rechts dir. Weiter, okay. Also kannst du einiges an Lauferei sparen. Hm, das war hoffentlich ein bisschen schneller. Ach, die kommen hier angerollt, oder was?
Ich habe ihm bei den Blitztitanen geholfen. Was war das? Das sind deine Feuerbomben. Ach du Scheiße. Komm, steh auf, nicht immer 100 Kilometer rollen. Ja, wenn die Viecher getroffen werden, gibt's Bratessen. Ja, genau. Also wenn du je Viecher umbringst und die ja ein bisschen warten lässt, dann werden die auch wie zum Braten. Wie war eigentlich der Boss beim Blitztitan? Achso, Pius hat dir geholfen beim Blitztitan, ne? Der ging, wobei ich nicht wirklich verstanden habe, was ich überhaupt getan habe. Aber am Ende war er tot, also hat schon irgendwie gepasst, glaube ich. Eieiei. Ich habe fast das Gefühl, dass ich hier Eispfeile brauchen werde. Ich glaube nicht, ne. Echt? Oh, schade. Wenn ich die alle habe, geht's auf Erinnerungssuche und danach werden die Steine gemacht. Das, meine liebe Freunde, war der Vulkan-Metall-Lizard. Ich weiß jetzt nicht, ob es dir schon... Hab ich Spoil jetzt schon gesagt, dass ich mir eben diese Dinger angeguckt habe, wie ich die Viecher besiegen kann? Ja, hast du. Gut. So. Du hast das Spoil sogar einmal extra erzählt. Richtig. Ich war mir nicht sicher, ob ich nicht wieder unterbrochen wurde. Von mir auf jeden Fall nicht. Das ist sehr gut, weiter so. So, willkommen in Goronia. Leichter als Hallo. Er aussieht. Willkommen, edler Link. Ich weiß zwar nicht, was passiert ist, aber am Ende war er tot. Also passt das schon. Strohi 2019. Ja. Das wäre einer der legendären Recken. Okay. Das ist richtig. Weißt du... Ich wollte Ihnen gerade sagen, dass ich dieser legendäre Recke bin. Ich mache hier nichts kaputt. Legendäre Recke kommt erstmal und macht alles kaputt. Ja, das wäre nicht sehr unhöflich. Da der Laden ist rechts. Okay. Oh, ein Kunde. Folge mir. Okay, ich laufe dir hinterher. Zeig dir jetzt seinen Laden. Ja, tut er. Da werden wir, das ist der Laden. Jo, eine Rasse weiß. Oh, hier gibt's die Kleidung. Wie viel kostet sie mich? Shit. Ultra shit. Nope. Gut, ich hol mir erstmal den Schrein. Das war das erste Ziel. Aber da hat Just recht. Das ist die erste Rasse, die weiß, wer wir sind. Ja, die wussten das ja eben nicht. Die haben ja einfach nur gesagt. Ja, einfach. Wieso sammelst du keine Rubine, Strohi? Ah? Wieso sammelst du einfach keine Rubine? Das ist eine gute Frage. Verstehe ich auch nicht. Hoch. Hoch. Achso, du kommst gar nicht höher. Das ist super. Und verkaufe den Schuh. Mist, dann muss ich ja echt nochmal so einen Trank aktivieren. Schade. Ja, der Trank wird dann noch an der Stelle wichtig sein. Soll ich die Rüstung nicht haben? Wo ist denn der Schrein? Da oben. Da ist er, okay. Wenn ich den schon mal habe, ist schon mal alles gut. Wo ist der fünfte Titan? Was für ein fünfter Titan? Also, falls das ein Spoiler ist, nicht spoilern bitte. Ich spiele das Spiel blind. Das ist ein Spoiler, den du nicht erreichen kannst. Achso, weil DLC oder was? Ja. Ah, okay. Ja gut. Trotzdem bitte nicht spoilern nach Möglichkeit. Weil ich weiß noch nicht, ob ich mir den DLC nicht doch noch hole. Okay, dann sage ich erstmal nix. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jupp, er meint DLC. Ach du Scheiße. Ah, okay. Du könntest auch einfach abkürzen, aber naja. Wie will ich hier abkürzen? Das Ende wird dich aber überraschen. Erzähl mal. Den hier? Hä? Den hier oder was? Achso, nee, da gibt's was zum Brennen und du weißt, wie du Sachen zum Brennen bringen kannst. Ja. Ich bin gerade am Überlegen, was der coolste Weg wäre. Ich könnte einfach einen Pfeil hochschießen. Ja, das wäre auch möglich. Aber wie hättest du's gedacht? Ich hätte so da einfach. You're kidding me.
Wie bekommt man einen DLC und welchen und wo? Achso, das weiß Pius gar nicht. Es gibt von BOTW zwei DLCs. DLC heißt Downloadable Content. Ja, im Prinzip zusätzliche Packs, die du dir kaufen kannst, nenn ich es mal so, die Story erweitern oder halt im Falle von Zelda ein paar Quests mit reinbringen. Ein paar Zusatzinhalte. Ich sollte mein anderes Schild wieder ausrüsten. War nicht die Idee, die ganze Zeit dieses Ding zu haben. Öffne die Truhe. Öffne die. Nein, das sieht mir nach einer Falle aus. Das sieht mir sehr stark nach einer Falle aus. Du machst das kompliziert. Ich glaube, das eine Teil kannst du mit dem Ding, Magneten nehmen, das du runtergeschossen hast. Oder so. Ich habe schon recht, das hätte mir jetzt ziemlich weh getan, oder? Wenn ich da jetzt hingegangen wäre. Ne. Und wie? Es war ein dritter DLC gedacht, doch die Entwickler sagen, dass es so viel war, dass sie sagten, wir machen Boot W2 daraus XC. Ja. Ne. Also ein DLC ist einfach ein runterladbar, eine Erweiterung, eine runterladbare. Du kannst sie dir im Switch eShop kaufen. Oder aus dem Spiel heraus. Oder aus dem Spiel heraus und das Ergebnis ist dann halt, ja, was dann halt was Tolles. Und die hatten mehrere Ideen für DLCs, also ein drittes, also nur ein drittes war glaube ich nicht geplant. Ach, das sind doch einfache Gegner. Ich weiß. So, Thema durch. Okay. So, weg mit dir. Ah, Kaninchen ist wieder da. Oh Gott, passt denn alle tot? Wieso ist Angelina ist wieder da? Ja, aber sie nennt sich Alexa, weil Alexa auch so eine Stimme hat. Du könntest die Stimme ändern. Das ja, auf eine englische. Ach so, okay. Dann könnt ihr die englischen Nachrichten besser lesen. Richtig. Aber die deutschen wären kacke. Gibt noch eins. Okay, Jo, Karnickel, was geht? Gehen wir zurück zu dem Teil. Ich glaube, wie gesagt, dass du es mit den Magneten aufnehmen kannst. Welches meinst du? Das, was du runtergeschossen hast. Hä? Am Anfang. Du meinst das Ding? Ach so. Wie viele Dinger sollte ich sonst meinen? Keine Ahnung. Ach so, das hängt dann... Ja, es hängt wieder oben. Scheinbar. Ah, donnert. Wo ist es dann hin? Wahrscheinlich ist es verbrannt. Ah, Tatsache. So. Fängt das wieder an anzunehmen? Es tut mir leid, ich sag nichts mehr. War nicht böse gemeint. Ich hab schon fast das Gefühl, sie meint mich. Ja, aber dabei war ich diesmal der Böse. Ah ja, ja, ist das wieder ein komplizierter Schrein da hier. Du musst einfach nur den Weg entlang laufen. Ja, sag ich doch, komplizierter Schrein. So, was ist das Fass? Gilt das dann für alle Accounts auf der Switch? Das gilt für alle Accounts auf der Switch. Weil du hast es ja im Prinzip... Ist ja im Prinzip wie wenn du das Spiel kaufen würdest und es erweitern würdest. Muss ich da hier jetzt... Das ist nicht accountgebunden, Pius. Da ist eine Truhe. Ach, sieh an, da ist ein Ball. Ah ja. Deswegen heißt es schwankendes Feuer. So, easy.